Vorschau Rote Rosen Folge 3412. Amelie steht nicht mehr unter Mordverdacht, findet aber mit ihrem beschädigten Ruf keinen Veranstaltungsort mehr für den Tanzmarathon. Hendriks Vorschlag, das Carlas zu buchen, hält sie für absurd. Britta fragte noch nach, aber die Antwort missfällt Amelie. Carla hat zugesagt, unter der Bedingung, dass Amelie nicht dabei ist. Auch wenn Tatjana einen Ausflug mit Mona gut tut. Das Thema Männer hakt sie erstmal für sich ab, auch wenn sie immer noch Gefühle für Paul hat. Sorgt sie sich um Sascha. Ben bekommt eine alte Schallplatte von Hannes, die sowohl Pauls als auch Jens Begehrlichkeit weckt. Beim Pokerspiel gewinnt Paul die Scheibe und Jens Sympathie, als die angebliche Anfängerin Sarah in die Runde einsteigt und der vermeintlichen Überlegenheit der Männer eine bittere Lektion erteilt. Sarah und Simon wollen Hannes als Ersatz für die zerstörte tibetanische Dranü eine von Ellen gespendete Ukulele schenken. Als Hannes mitbekommt, wie Sarah sich immer noch quält, lädt sie und Simon zum Frühstück ein und klärt das Missverständnis auf. Direkt nach der linearen Ausstrahlung einer Folge der Serie gibt es die nächste schon online first und danach für 3 Monate in der ARD-Mediathek.